Schokolade. Und du kannst dabei nicht weglaufen. Nein, danke. Vielleicht später. Genau, und dann musst du immer noch sagen, ja, ich möchte das kaufen. Du kannst nicht einfach, ich kaufe das. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Ja, ist klar. Tut mir leid, Harry, du hast nicht Maul, da wollte ich gar nicht hin. Gott. So, was soll ich eigentlich hier machen? Jetzt irgendwie so eine Aufgabenbeschreibung. Scheiß drauf. Komm bald wieder, Harry. Nein. Hallo, Mora. Buh. Oh nein, Peeves. Armer Potty und Wiesel. Sie haben keine Passwörter, keine Abkürzung durch die Potty-Tres. Oh, schau mal hier. Ich habe ein Passwort. Genau hier. Los, Ron, das Blatt kriegen wir. Genau. Lass uns zusammen zaubern und diesem verdammten Poltergeist eine Lektion erteilen. Also, ich fand ihn in Rot ja wesentlich besser. Ihr werdet noch von mir hören. Oh, wie spannend dieser Kampf doch war. Wir haben die Passwörter. Yes. Komm, lass es uns versuchen. Nein. Hey, stopp. Halt. Die nein. Nicht, oh Mann. Jetzt muss ich wieder hochlaufen. Glaube ich auch. Damit sollten wir zurück ins Nebenzimmer kommen. Ich will aber nicht ins Nebenzimmer, du Idiot. Hallo Hermine. Wir müssen jetzt zur Pflege magischer Geschöpfe. Ist mir scheißegal, ich gehe da jetzt wieder hoch. Dieses Jahr unterrichtet Hagrid. Ja, der stinkende Hagrid. Und guck mal, Ron, Quatsch. Wie heißt der? Neville. Neville hat auch schon die Passwörter. Pflege magischer Geschöpfe? Ich auch. Das ist ja, toll, ich Neville. Nicht. Lass uns zusammen gehen. Kommt, folgt mir. Fick dich. Ich geh jetzt wieder da hoch. Könnt mir doch nicht einfach unterbrechen. Wie unfair. Fortuna Major. Ja, Fortuna am Arsch. Hey. Cut. Ah! Seht ihr das? Das blöde Porträt, das nicht mehr aufgeht, das wir schon kurz offen hatten. Jetzt fehlt uns deswegen ein Geheimnis, weil Peeves wieder auftauchen musste. Mann, mich nervt sowas. Gah! Scheißdreck. Du bist schuld, du Pisser. Nee, ganz im Ernst, sowas nervt mich wirklich. Weißt du? Nur weil du hier stehst und Flipendo machst, dann kommt der blöde Geister her und kackt alles zu. Jetzt kommen wir nicht mal an dieses blöde Porträt ran. Ganz toll. Ganz toll gemacht, Harry. Du stinkst. Nach Scheiße, aber sowas von. Fortuna am Arsch. Ja, Fortuna am Arsch. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufholen hier. Oh yeah. Nein. Das war gut. Das war gut. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. Das ist ein Schmarrn. Hui! Cool, nicht wahr? Schellfisch. Okay. So, wohin wollten wir? Wir mussten ja Neville folgen. Ne, Neville, alle Neville. Na, Neville, wie geht's, Neville? Das mit dem Porträt nervt mich jetzt schon recht, ne? Es ist wieder ein Geheimnis, was uns fehlt. Und wahrscheinlich ist eine Bildkarte da dran. Mann, so eine Kacke. Der Unterricht findet unten. Hallo, ich bin Ron. Bin noch blöder als Ron. Okay. Wir machen Aufgaben. Depulso! 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 Elas! Elas! Hallo! Hallo! Hallo, Mora! Hallo, Mora! Hallo, wir stinken. Und wieder eine Karte gefunden. Oh yeah, Harry Potter hat's drauf. Was steht ihr hier? Harry, komm hierher. Nein. Harry, wir sollten Neville zur Hippogreif kommen. Guck mal, eine Tür. So, war hier noch irgendwas? Depulso!
Wow. Hey, lass du Feld. Hab ich ja noch nie gesehen. Und ja, das hier ist zeitlich begrenzt. Da fällt man dann nämlich einfach runter am Ende. Natürlich gibt es hier auch noch ein paar mehr Geheimnisse. Wie viel haben wir denn? 2 von 6? Na, da schaffen wir noch mehr, ne? Hexe, Hexe! Welche armen Menschen mussten diese Audioteile aufnehmen? Da auch noch, da auch noch. Ach so, ich muss jetzt natürlich von hier anfangen, damit die Bohnen hier wieder spawnen. Ja, Elas, du. Es ist blöd, dass man hier kein Elastik zaubern kann, wenn man in der Luft ist. Ja gut, man trifft sowieso nicht. Egal. Dann machen wir hier weiter. Haben wir eigentlich schon wieder ein Geheimnis? 3 von 6. Yay! Das hier ist ein bisschen nervigeres Geheimnis. Und zwar geht's ja nicht darum. Aber hier muss drauf treten und da muss ich zum Adler laufen. Zwar nicht hier. Hey, wenn ihr zusammen erkundet, solltet ihr nach Dingen Ausschau halten, auf die ihr zusammen zaubert. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was das ist. Da ist der Löwe. Hey, hey, hier ist die Schlange, oder? Genau. Löwe, Schlange. Ne, hier ist der Löwe. Dann ist da die Schlange auf der rechten Seite. Hier ist dieser Wolf. Da muss noch hier irgendwo der Vogel sein. Ist der Vogel hier? Ah ja, hier ist der Vogel. Okay. Ja, man muss nämlich einfach nur auf die Platte treten und dann zu den jeweiligen Symbolen laufen und sie depulsen. Mann! Gott! Hey, ihr drei. Sucht ihr nach Sammelkarten? Halt deine Scheißfresse, du Hurensohn! Ganz im Ernst, was soll denn das? Nein! Wenn ich eine Aufgabe mache, dann will ich nicht von dir angequatscht werden! Impedimenta! Ah, Mann! Gott! Will ich das nochmal machen? Halt's Maul! Ganz im Ernst, was soll denn die Scheiße? Quatsch dir wieder so ein dummer Krüppel an! Mann, du nervst! Depulso! Hey, Depulso! Muss ich jetzt schnell wieder zurücklaufen? Komm schon. Schlange, das ist hier. Depulso! Ja klar, Zauber auf die Bank, Harry! Klar, Zauber auf die Bank! Wird gut sein! Depulso! Was macht das hier? Und hey, wir haben eine Karte gefunden. Oh yeah, wir sind so gut. Was ist denn das? Ein Phönix. Wahrscheinlich. Gut, dann schauen wir mal. Hier, Lumos. Solltest mal die Wichtelplage beim Wald sehen. Ja, halt Boah, halt die Klappe. Ich habe jetzt keine Zeit für eine Wichtelplage. Ich muss meinem Lumos folgen. Ich bin Harry Potter. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch bauen. Ja, wir sind schon recht gut. Wie viel haben wir denn jetzt? 4 von 6? Ist aber scheiße. 4 von 6. Bin ich blöd? Da musste noch mehr sein. Ja doch, das gilt noch als 1, aber... Hier. Hagrids geheime Bildkarte. Gut, jetzt fehlt aber immer noch eines. Depulso!
Leck, leck. Was war denn das jetzt? Ja, und ich bin schon wieder die ganze Zeit still. Ich weiß, aber was soll ich denn erzählen? Harry Potter rennt geradeaus. Harry Potter rennt um eine Kurve. Harry Potter macht Sachen kaputt. Harry Potter. Komm hierher. Nein. Yo, Bitch. Ich bin so gespannt auf Pflege magischer Geschöpfe. Wenn nur Malfoy, Crabbe und Goyle nicht dabei wären. Erstens, wo bist du hin? Zweitens, warum ist deine Stimme so scheiße? Ganz im Ernst, wo ist die hin? War plötzlich nicht mehr da. Voll unfair. Verschwinden einfach hinterher die Leute. Ich bin Neville Dumbottom. Ach komm. Ich will ihm nicht zuhören. Magischer Geschöpfe geht es durch das Tor dort. Das muss eine Wichtelplage sein. Nein, Ron, das ist keine Wichtelplage. Seit geht es hier zu pflegemagischer Geschöpfe. Ja. Deine Entscheidung, Harry. Wir können noch ein bisschen erkunden oder Neville zum Unterricht folgen. Ich würde sagen, ich mache jetzt kurz einen Cut und guck noch mal, wie lange wir noch aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch diese Aufgabe und dann war's das mal, ne? Dann war's das mal für diese Aufnahme. Was ist denn das? Ich hoffe, Hagrid verlangt nicht von uns, dass wir das anfassen. Ekelhafte Kreatur. Ich find's so lustig, wie keiner Vorderzähne hat. Also unten. Das sieht so scheiße aus. Dieses Jahr werde ich euch unterrichten. Ich möchte euch Seitenschnabel vorstellen. Er ist ein Hippogreif. Heute lernen wir, auf ihm zu reiten. Du zuerst, Harry. Geh auf ihn zu, verbeuge dich und warte. Ich verbeug mich doch... Moment! Und schon geht's weiter. Hallo, Seidenschnabel. Ja, guter Hippogreif. Musst durch genug Fledermäuse fliegen, um die Zahl oben im Zähler zu schlagen. Wenn du bereit bist, drück einfach die rechte Maustaste, um mit Schnäbelchen zu fliegen. Oh Gott. Ja, ich bin gerade etwas erschöpft. Ich muss gerade Kisten raustragen. Die rechte Maustaste gedrückt und Schnäbelchen schlägt mit den Flügeln. Lass nein, mein nicht. Los, wenn Schnäbelchen nicht mehr mit den Flügeln schlagen soll. Ja, das ist ein bisschen nervig hier mit der Fliegerei, denn man muss immer so einberechnen, dass Schnäbelchen ja wieder hoch und runter fliegt. Ja. Und in den späteren Missionen wird es dann doch recht kompliziert, die ganzen Ringe noch zu treffen. Beziehungsweise genug Ringe. Dann darfst du von den ganzen hier, glaube ich, nur noch... Scheiße. Einen habe ich schon verloren. Man darf dann von den ganzen Ringen, glaube ich, nur 3 oder 4 nicht treffen. Ansonsten schafft man die Aufgabe nicht. Und das ist halt schon recht hart. Und hier darf man, glaube ich, weiß ich nicht wie viel. Wie könnt jetzt ab... jetzt eigentlich nur noch blöde weiterfliegen, weil ich habe schon alles. Lustigerweise sind die Zahlen auch verschoben. Wie man hier sieht. Alles klar! Nein, nicht alles klar. Komisch, bei Mr. Mör sind die nicht verschoben. Und jetzt die beste Szene im ganzen Spiel. Gleich. Eine Sammelkarte. Wirklich, das noch nicht. Gut gemacht, Harry. Möchtest du noch einen Versuch starten? Komm einfach zur Koppel zurück. Insgesamt gibt es 5 Flugstrecken. Auf jeder kannst du eine Sammelkarte gewinnen. Jetzt. Du bist überhaupt nicht gefährlich, oder? Du großes, hässliches Scheusal. Ich sterbe, seht her. Es hat mich umgebracht. Du stirbst nicht. Lululululululul. Glaubst du, er wird wieder gesund? Du stirbst nicht, komm mit! Ich kann Wunden in Sekunden heilen. Ich wette, Malfoy wird Hagrid die Hölle heiß machen. Ja, damit wären wir, glaube ich, auch gleich am Ende. Harry gleich. Harry machte sich um Hagrid große Sorgen. Und da Malfoy so viel Wirbel um seine Wunde machte, hatte er auch Angst um Seidenschnabel. Wo ist Hermine denn hingegangen? Verwandlung fängt bald an. Bereit für den Unterricht, ihr beiden? Alles in Ordnung? Was ist passiert? Ich bin nur ein wenig müde, mehr nicht. Jetzt aber ab in den ersten Stock, sonst kommen wir zu spät zur Verwandlung. Wir könnten die Abkürzung über das Porträt im ersten Stock... Oder die Treppe nehmen.
Ganz wie du willst, Harry. Okay, erster Stock, Verwandlung. Tja, nicht heute, sondern irgendwann anders. Hermine, gehst du da weg? Ich muss durch das Speicherbuch. Gehst du weg? 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 Oh, ich hab gespeichert. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Stell dir vor, durch das Porträt kommt man in jeden Stock im Schloss. Das ist toll. Ja, im Kerker waren wir schon, ne? Ja. Damit wären wir jetzt eigentlich soweit fertig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.